Dichte Wälder, weite Sümpfe, tiefe Schluchten. Wild und unzugänglich ist der Südosten der alten Welt. Ein Land wie aus Tolkiens Herr der Ringe. Orks und Elben gibt es hier nicht, aber Bären und Wölfe. Der Balkan ist das Mittelerde Europas. Wie das Land, so die Menschen. Tief hängen die Nebel der Geschichte über der Halbinsel im südöstlichen Europa. Der Balkan war immer Mittelerde, buchstäblich. Eingezwängt zwischen Ostrom und Westrom. Verwüstet von Barbarenhorden, zurückerobert von den Legionen des Römischen Reiches. Niemandsland zwischen Orient und Okzident. Kreuz und Halbmond, verheert von christlichen Rittern und osmanischen Streitmächten. Jahrtausende lang prägte die Fratze des Krieges den Balkan, verwüstete Land und Menschen gleichermaßen. Erst seit wenigen Jahren kommt das Pulverfass Europas endlich zur Ruhe. Die gewalttätige Historie des Balkans verstellt den Blick auf den Schatz dieses Landes. Kein verfluchter Ring der Macht wie im mythischen Mittelerde, sondern funkelnde Naturjuwele, versteckt vor den Wirren der Geschichte. Wilde Landschaften und wilde Tiere, die es anderswo in Europa kaum mehr gibt. Kommen Sie mit auf eine Schatzsuche zu den Naturwundern des Balkans. Zur kargen Höhe von Tikvish, der Hochburg der Geier. Nach Osten zu den farbigen Feldern der Dobruja. Und weiter nach Norden zum Delta Dunari, dem Meer der Mücken. Vorbei an den Karpaten, immer dem Lauf des großen Stroms flussaufwärts folgend, nach Westen zum Kopatschki Rit, dem verwunschenen Sumpf. Nach Süden zur tiefen Schlucht in der Bergwildnis des Durmitor. Und zum Skardasko Jezero, dem großen See. Der Schatz, den Sie finden werden, das sind unbekannte Naturschönheiten in einem verkannten Land. Dieser Schatz ist der wilde Balkan.